Spielt Fußball. Back again. So Leute, ich bin's wieder, Vollpfosten, TRT-TLT und willkommen zum besten Kochformat hier in YouTube Deutschland. So brennt die Küche oder brennt sie nicht. Heute machen wir das Gegenstück zu letzter Woche, zu Nudeln Carbonara, machen wir heute Nudeln Bolognese. Dazu brauchen wir folgende Zutaten: Milch, Schinken, Nudeln, fertig packen, Salz, Topf, Sieb, zweiten Topf. Ich habe erstmal hier das Salz, das hier am Boden ist, wegsaugen. Jetzt ist der Großteil vom Salz auch aufgesaugt, hoffe ich. Also, wir fangen an. Und wieder, ja, ich weiß, fertig packen, können sich jetzt die Leute wieder aufregen, das ist mir aber egal. Dieses Mal fangen wir gleich an, die Nudeln schon mal vorzubereiten. Oh nein, hier drüben ist immer noch Salz. Ich bin, glaube ich, noch reingetreten und habe es deshalb jetzt überall verteilt. Blöd. So, Herd, Wasser warm. So. Für unser Päckchen brauchen wir Spaghetti Wasser geben, Schinken, würfeln und mit hier schon mal erhitzen. Stellen wir den Topf da schon mal drauf. Hole ich mal hier vor, Leute. So, machen wir da schon mal davon ein bisschen was rein. Jetzt müssen wir noch den Schinken würfeln. Hier steht auf der Packung 100 Gramm Schinken. Ich habe jetzt hier 200 Gramm. Das bedeutet, wir nehmen einfach die Hälfte. Und irgendein Topf ist hier nass. Ich schätze auf den. Nein, das ist der. Okay. So, immer noch nass. Oder ist da einfach Salz vielleicht auf der Herdplatte? Das könnte natürlich auch sein. Wobei, nee, der Topf ist einfach nur nass. Ja, so. Dann würfeln wir jetzt Le Schink. Oh, hier ist auch noch alles voll mit Salz hier oben drauf. Oh Mann. Das gute Salz. Oh nee. Nein, bleib doch bitte einfach in der Reihe. Oh nein, jetzt verschiebt sich hier alles komplett. Das kommt jetzt da irgendwie rein. Oh, hier unten, die unterste Schicht ist gar nicht abgeschnitten. Ich wollte gerade schon sagen, es ging noch nichts daneben. Jetzt brauchen wir gleich Milch. So. Das sind 300. Übrigens, Lifehack, wenn ihr die Milch so haltet, kommt, kann oben die Luft raus und dann gluckert es nicht so. Das nochmal 75. Ich glaube, ich bin schon drüber. Ja, passt schon. Wird schon passen. Und dann den Beutelinhalt mit einem Schnäbesen einrühren. Das Ding vorher raus. Ich
So, das Wasser da hinten gibt es auch Gas, das ist auch gut. Es soll jetzt aufkochen und dann bei schwacher Hitze kochen lassen. In der Zwischenzeit, wenn wir warten, dass es jetzt da aufkocht, schmeißen wir hinten die Nudeln ins Wasser. So, das war jetzt alles an Nudeln. Ich weiß, dass ich nicht so viel esse, aber ich mache mir eh morgen oder übermorgen die zweite Packung, die ich habe. Und dann mache ich mir die restlichen Nudeln nämlich einfach warm. Ich habe das Wasser noch nicht gesalzen. Das hätte ich schon wieder fast vergessen. So. Sag's übrigens auch nochmal, ich kriege kein Geld für irgendeine der Marken, die man sieht. Ich werde trotzdem Dauerwerbesendungen im Eck stehen haben, einfach nur um safe zu sein. Weil die Regelung ist nicht, dass ich sage, oh mein Gott, schaut dieses Produkt, es ist so lecker und so toll. Kauft es unbedingt und ich kriege Geld dafür. Sondern einfach nur, wenn ihr das Produkt seht, könnt ihr sagen, aller geil, ich habe jetzt auch richtig Bock auf Schinken und kauft euch deshalb diesen Schinken und dann zählt es auch schon als Werbung, soweit ich weiß. Drum wird zwar keiner der Medienanstalter so dieses Video sehen, aber um einfach sicher zu gehen, schreiben wir das da rein. So, es blubbert, aber es kommt noch nicht. Hallo? Schinken, gehst du da bitte ab? Aber jetzt kommt's hoch. Seht ihr, wie es hochkommt? Wow. Oh nein, bitte. Bitte, bitte, nein. Oh. Geh wieder runter. Ja, danke. So, here we go. Man sieht mich nicht, ich muss mich ducken. Oh nein. Ich dachte dann, ich hab das Ding und kann damit besser umrühren, aber that's where I'm wrong. Stellen wir dich da wieder drauf. In der Zwischenzeit snack ich mir ein bisschen Schinken. Ich habe zwei Packungen gekauft, weil ich beim Einkaufen auf dem Päckchen gelesen habe, man bräuchte 150 Gramm Schinken. Darum habe ich zwei Packungen gekauft und die 200 Gramm. Aber es hätte mir eine Packung für beide gereicht. Darum habe ich jetzt quasi über. Dann kann ich das auch so essen. Weil Schinken ist schon geil. Sorry, ein Vegetarier daraus. Mir fällt gerade ein, habe ich nicht schon mal Carbonara gemacht? Bolognese? Dorian hat mich angerufen. Ah ja, hallo? Hallo, Sie haben mich angerufen. Hi Thiele, wie lange war's noch? Ja, es kocht gerade noch, also ich brauche wahrscheinlich noch 10 Minuten, vielleicht auch 5. Hab's gut eingesprochen, sei ehrlich. Was hast du eingesprochen? Aus deiner Mailbox. Ich hab's nicht angehört. Was? Ich hab's noch nicht angehört, aber sag mal hallo, du bist gerade im Video. Welches Video? Ich nehme gerade ein Kochvideo auf. Achso, hallo Fernsehen, hallo! Ja, bis gleich. Bolognese-Video scheinbar nicht. Auf Twitch habe ich es glaube ich schon mal gestreamt, aber das erste brennt die Kirche oder brennt sie nicht, was ich veröffentlicht habe, ist das Spiegelei. Davor habe ich scheinbar, ich dachte ich hätte davor schon mal ein Video auf YouTube hochgeladen, aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Das ist für euch das erste Mal. Testen wir mal eine Nudel. Ah, ein bisschen brauchen sie noch. Ah, top, das ist heiß. Hey, die Hälfte der Nudeln hängt da noch drin. Ah nein, sind welche in die Spüle gefallen. Dann cashen wir uns jetzt hier so ein paar Nudeln. So. Und ich glaube, ich nehme den anderen. So.
Ein bisschen was lasse ich jetzt mal noch drin zur Abwechslung. Das ist also unser Endergebnis. Nudeln Bolognese. Die haue ich mir jetzt rein. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen von Brennt die Küche oder brennt sie nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Angucken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von meinen Kochvideos nicht verpassen wollt, dann drückt hier unten jetzt auf Abonnieren. Und ich habe vor, meinen Kanal eventuell in Zukunft wieder zu reaktivieren und mehr Videos zu bringen. Also bleibt dabei, wir sehen uns bald wieder. Bis bald, erfolgreichen Tätigkeiten. Tschüssi!